So, Part 7. Haben wir den schon angelockt? Jetzt haben wir ihn ausgenockt. Nee, wir haben Scheiße gebaut. Nein, noch ist alles gut. Vor allem, weil da hinten schon der nächste angewetzt kommt. Ja. Hier im Stealth. Schleichdingsbums. Ja. Hallo. Sehr gut. Es werden mich absolut fatal alle zu locken. Oh, wir haben eine neue Fähigkeit. Wollen wir erstmal gucken, was wir für eine Fähigkeit haben? Das mal. Schauen wir mal, was wir für eine Fähigkeit haben. Und zwar. Mach mal Karagod reiten. Nein, Mann. Wirklich? Ich finde das. Aber wenn wir das bei dem benutzen können, wäre das geil. Oder, ja, oder die Immunität gegen alles. Ja, komm. Na, mach halt. Ja, komm, das Feuer. Wir sind hier Feuer. Du musst eh alles machen, glaube ich. So. Dann kannst du noch schnell rennen. Und Elbengeschicht schnell. Ja. Ah, ich kann schneller rennen. Ah, das ist ja von Vorteil bei uns. In der Mission wäre das mit dem Karagod-Reiten nicht mal schlecht gewesen. Ist egal, brauchen wir nicht. Nee, es geht noch nicht. Was braucht man denn dafür für die unteren? Hier, ich will ein Schwert. Ich will noch mehr Schwert haben. Eine Rune und hier noch eine Rune. So, dann können wir nämlich gleich unsere Waffen dann auch verbessern. Rune leer. Toll. So. Das klingt besser. Was haben wir hier? Hier haben wir noch nichts. Jetzt hat er da Buchstaben reingeritzt. Ah. Und durch. So. Chance, bei jeder Tötung mit Terrorisieren mehr als 2 Uruks in Angst zu versetzen. Stellt bei Schleichtötung 20%. Stellt bei jeder abgeschlossenen Aufzehrung oder Brandmarke 16% Gesundheit her. 49%. Hier, nee, das ist blau. Das sieht geil aus. Okay. Blau ist wichtig. Blau ist gut. So, wir nehmen den Seiteneingang, habe ich mal eben beschlossen. Wie, willst du nicht durch die Mitte? Nee, ungerne. Verstehe ich jetzt nicht. Den kannst du noch anlocken und dann ist die Mitte schon fast frei. Meinst du? Ja. Halt! Ich habe etwas gesehen. Ja, na komm mal vorbei, mein Süßer. So. Jetzt kannst du da nämlich auch ohne Probleme durch. Ja, wir wählen mal den Eingang hier. Oh. Die Schmieden so, da kannst du auch rein. Zack. Aber der nervt mich. Mehr Waffen und mehr Gottes Willen, sehen die ein? Nee, ich hoffe nicht. Mach mal Geist an. Ich müsste glauben. Oh, Alter, wie viele Bestien hier sind. Die kannst du bestimmt von da aus schon raus. Kannst du. Ja, naja, aber Bobby McBobby stört hier. Vielleicht kannst du. Kletter mal oben drauf. Vielleicht kannst du von oben irgendwas machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die oben da 1000 Bogenschützen positioniert haben. Chili McVanilly. Kann der nicht mal weg? Also wenn ich ihn anlocke. Hab ich da gerade etwas gehört? Du hast da irgendwas gehört? Da ist aber keiner drin, oder? Na klar ist da was drin. Tür auf! Da ist ja keiner drin. Ich glaube nicht, dass er kann man was? Hochklettern. Oh, Alter! B drücken. Obwohl. War das jetzt clever? Habt ihr das gehört? Jetzt werden wir mal gucken, wie clever die KI ist. Überhaupt nicht. Weg. Kannst du jetzt endlich da rüber springen? Nee, kannst du nicht. Jetzt musst du da rumklettern. Und wird den auch noch locken. Sie haben sich in Durtan ganz schön gut eingerichtet. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Waffen. Ist hier links einer? Ja, ne? Wahrscheinlich. Gehen wir mal hoch. Hoch ist nicht immer das Schlechteste. Ich könnte gerade erschießen. Ich frag mich, ob ein Uruk je vom Schützen zum Hauptmann wurde. Ist der nächste. Wahrscheinlich nur Ratten. Dennoch. Aber gut, der ist ja kein Problem. Ja, den können wir jetzt aber mal richtig. Bam! Okay, der ist tot. Siehst du, weil er sein Körper gleich schwarz geworden ist. Ah, verstehe. Normalerweise wären sie dann nicht tot. So. Hopp. Der Waldläufer verflucht. Das scheint mir ein guter Ort für ein Nickerchen zu sein. Gorod wird dich töten, wenn er dich schlafen sieht. Gorod kommt nie hierher. Er bleibt immer nur am Jagdlager. Gorod ist im Jägerlager. Ah. So viel dazu, dass er immer am selben Ort bleibt. Aber hat er schon mal nicht das Richtige ein gesagt? Hauptmann, der seine eigene Bestie fürchtet. Furcht ist ein starkes Werkzeug, Talion. Schicken wir Gorod an die Arbeit. Guck mal, da ist irgendwas, da leuchtet was. Oder? Mach mal Geistmeister an. Da leuchtet nichts. Da rechts ist ein Pfeil, das alles. Wenn du mich fragst, gibt es in Odun nicht viel zu tun. Okay. Ja, ich habe keinen Bock jetzt auf den Karagor hier. Ich möchte machen.
Stand hier gerade A? Egal. Ist hier was? Anlocken? Wen denn? Hier unter ist dir. Keiner. Nee, siehst du, guck mal, da wurde jetzt unter dir wurde jetzt gerade einer quasi umrandet und den kannst du dann anlocken. Der läuft dann den. Ah, dann. Ist so den durch die Mauer quasi. Schön. Also leck. Nee, du kannst. Also, naja, das ist halt, weil du der super mega. Oh! Guck mal, das ist N-Geschwindigkeit hier, ne? Meinst du? Ja, ich habe gerade N-Geschwindigkeit gehabt. Ich weiß nicht wie. Jetzt hast du keine N-Geschwindigkeit. Siehst du, den Karago hätten wir jetzt reiten können, verdammte ja. Kacke. Naja, drauf geschissen. Das war eine Brücke, über die man hätte gehen können. Na, warte mal. Wenn du mit dem Karagor reiten willst, warte mal. Du hast Karagor reiten nicht freigeschaltet. Ja, aber ich glaube. Nein. Doch. Nein. Nein. Hab schon aufgepasst. Ja, ist gut. Wollte nur nichts sagen. So. Ich bin Gorod. Kein anderer Uruk weiß so viel über Karagor. Hier ist ein Turm, kletter mal drauf. Du stehst direkt ja, davor. Ja, ich weiß, aber. Kletter doch erst auf den scheiß Turm. Maul. Wir sind nah dran. Welcher von diesem Abschaum ist Gorod? Ja. Da. Da ist er. So, warte mal. Anfällig gegenüber berittenen Bestien und hat Angst vor Karagor. Okay, ist ja nicht. Ist da ja ist ja direkt neben einen dran, einer. Bogen raus ab und auf. Ja, aufmachen. Ich will ja jetzt nicht ihn treffen hier. Es mag nach bloßem Knurren klingen, doch ich verstehe jedes Wort. So, und jetzt. Und das Türchen geht auf! Jetzt rennt er, glaube ich. Oh nein. Jetzt muss er hinterher. Oh, er haut ab. Ja, war doch klar. Eine Boss-Bobby. Ja, und den Karagor haben wir jetzt auch noch. Wo ist er denn? Der lag auf dem Boden. Ach so. Dann kriegt er erstmal was. Auf die Mühle. Ja, schade, jetzt kriegen die anderen das auch mit. Du kannst den noch nicht essen. Ich kann ihn noch nicht essen, ist geil. Jetzt kann ich ihn essen. Nee, den musst du killen, glaube ich. Den Nein, den kann ich essen. Ja, dann muss er eben dran glauben, hier. So. Töte so, ihn jetzt. Du kommst jetzt her. Ja, also. Gib mir Infos. Essen. Ja, wie ihr seht, wir mussten ja nochmal neu anfangen und sind nicht gestorben. Haha! Und wir haben ein bisschen rumgemetzelt auf dem Weg. Ja, wirklich nur, wir sind direkt zu den Quests gelaufen und haben einfach straight alles umgemetzelt, was da auf dem Weg kam. Nimm mal den da ganz links außen. Links außen? Den haben wir schon. Den hier. Den, guck mal, den da, der hat eine Keule in der Hand. Oh ja, der hat ein Messerchen. Och ja. Hat er Ohren an seiner Brust? Und einen Finger? Bam! Easy. Ist das wirklich alles? Kampfbereit. Nach einem Machtkampf kannst du im Kampfbericht die Ereignisse nachverfolgen und die Verschiebungen des Machtgleichgewichts in Saurons Armee nachvollziehen. Ah, quasi so Story nochmal so zurückgucken. Was habe ich so gemacht? Nee. Oh! Jetzt siehst du, jetzt geht er hin. Ah. Ah. Und Redback wurde jetzt dank uns befördert. Der Redback. Der Redback. So. Maul! Hey! Ihr zwei! Hey! Schlepp mir diese Leiche zurück zum Zelt! Ich hol mir eine Belohnung! Verzieh dich, Abschaum! Wir folgen nur den Befehlen von Gorod. Er ist die stinkende Leiche, die ihr tragen sollt! Jetzt los! Los! Halt den Schandbaum! Zeigt etwas Respekt, ihr garstigen Wirrwarr! Sonst schneide ich euch die Ohren ab! Redback ist jetzt euer Hauptmann! Das muss ich mir ansehen. Ja, wenn ihr damit fertig seid, habe ich noch mehr Leichen für euch. Trefft mich an der Kreuzung. Ein alter Freund möchte dort seinen Kopf verlieren.
Was ein alter Freund. Das ist gar nicht so clever, das zu machen, wenn du nicht weißt, was dahinter rumläuft. Ja, okay, ich merke es mir fürs nächste Mal. Aber guck dir diese Slow-Mo-Tropfen-Mopfen. So. Du musst auf jeden Fall nochmal zurück in das Gebiet laufen und den Turm holen. Ja. Erst werde ich von einem Geist wieder zum Leben erweckt. Dann gut. Arbeite ich mit einem Ork zusammen. Was kommt noch? Wir müssen die Waffen unseres Gegners gegen ihn verwenden. Die Orks hassen sich beinahe so sehr, wie sie uns hassen. Lauf zurück, zurück. Nicht da lang. Ich hab gerade saubere Luft gerochen. Widerlich. So, da drüben ist der Turm. Der drüben? Hier ist kein Turm. Gucken wir mal auf die Minimap. Minimap? Andere Taste. Minimap. Immer noch die andere Taste? Ja. Jetzt Minimap. Da Turm. Oh, nee, ey. Gesagt hast. Boah, ey, am Ende der Welt wieder. Ja, nachdem wir jetzt den Hauptquest gemacht haben, holen wir uns erstmal das Türmsche. Es ist ja ein sogenannter Checkpoint. Und dann haben wir gleich drei Quests auf der Map. Ja, und dann ist sozusagen die Qual der Wahl. Ich habe aber Bock, auch mal eine Sidequest zu machen, muss ich sagen. Ich glaube, die Faust ist eine Sidequest. Das ist irgendeine Scheiße. Ja, ich sehe keine Faust. Den haben wir schon. Wo rennt er denn hin? Den Turm haben wir doch schon, oder? Nee. Haben wir den nicht? Nee, er ist nicht blau. Nee, haben wir den nicht. Auf einmal taucht er auf. Irre. So. Und Amboss. Und Schmieden. Bong. Aha, Schnellreiser. Das ist Hildin. Siehe die Steine aus halb vergessener oder halb erinnerter Vergangenheit. Irre. Das heißt, wir können dann quasi von Türmchen zu Türmchen reisen. Also jetzt gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Wir können uns jetzt das Artefaktchen hier holen. Beispielhaft. Oder keine Ahnung. Was? Sag mal was. Gib mal was vor jetzt. Das Artefakt kannst du auf jeden Fall mal holen. Das Artefakt. Und da sind zwei, da sind noch zwei so eine Zeichen. Siehst du, da in dem Karagor-Käfig vorhin war was. Ich habe mich doch nicht getäuscht. Doch, doch. Gott, schon viel, ne? Elbengeschwindigkeit! Elbengeschwindigkeit! Ich hab schon stärkere Kreaturen aufgeschlitzt, Menschleis! Ach, lass doch der. Lass den mal stehen, glaube ich, oder? Ja. Mach mal einen Abgang. Tschüss. Das kostet. Macht er natürlich den Alarm an. Kommt der jetzt hier durch eigentlich? Nee. KI! Nee, die sind immer nur zu fett. Die sind blöde. Wenn da etwas Lauf. War, ach. Sollte sich fernhalten. So. Ein Grogbecher. Oh, da ist es. Und Maul. Wir tun das heute Nacht. Kein Rumkommandieren mehr von diesem verdammten Uruk-Ei. Wir schleichen uns in die Kaserne und lassen diesen Schrack schön ausbluten. Wenn er erst tot ist, ist er nicht mehr so allmächtig. Und dann haben wir hier das Sagen. Du und ich. Alles wird uns gehören. Frisches Fleisch? Mehr Grog? Wir werden nie mehr Hunger leiden. So viel steht schon mal fest. Nie wieder Hunger leiden! König der Löwen, hast du also. Was? Was will ich? Takra. Dieser Grog ist eine bittere, aber effektive Medizin. Diese Uruks sind wirklich unredliche Spiegelungen meiner Art. Lol. Willst du es nicht mit uns allen aufnehmen? Ja, ihr müsst erstmal hier hochkommen, ihr Idioten. Lauf doch einfach rechts wieder raus. Da ist doch noch ein Gang. Nee, ich hab hier noch was. Im Petto. Das heißt. Ach ja, du willst ja das Ding da holen, ne? Guck mal, hier rechts ist so eine. Nee, versuch's gar nicht erst. Du kriegst den eh nicht auf einmal tot. Aber guck mal, auf der Karte, da ist noch so ein. So ein Kräutchen? Ah, das Tech. Ja, dann holen wir uns das Tech. Gut gemacht. Bin so stolz auf den. Ja, ich bin sehr stealthy, muss ich sagen. Hallo. Hast du das gehört? Hallo. Weg! Was ich sehr schön finde, ist, dass die Orks auch Gesichtsanimationen bekommen, wenn du sie schlägst. Der zum Beispiel hat gerade ganz komisch geguckt, da kannst du dir einen angucken. Zatra. Der Hautabzieher. Der sieht eklig aus. Wir haben aber keine Infos über den. Ja, wo ist denn jetzt hier das Tech? Lass dich mal fallen und festhalten. Drück mal B.
Nee. Ja, das war dumm. Ja, das war richtig dumm. Lass dich doch mal, guck mal, du stehst direkt über dem Ding. Ja, du hast dich. Hätte ich oben einfach mich fallen, festhalten und dann hättest du ja gucken können, wo das Ding ist. Zurück an die Arbeit. Boah, Alter, haben wir hier nicht irgendeinen Explosionsfass? Wie viele Leute sind denn hier auf einmal? Kletter mal wieder hoch, die sehen dich alle. Ja, es wird Zeit, eine Biege zu machen. Willst du nicht das Ding noch holen? Nein, holen wir uns ein andermal. Wir gehen jetzt zu der Faust. Also wird hier durchgerannt. Hier wird jetzt erstmal durchgerusht, like a, Sir. Gut gemacht. Ach, wir haben keine Pfeile, wa? Doch, du hast noch nicht geschossen. Geil! Oh, fuck. Jetzt kommen wieder Tausende. Oh, hier ist ein Artefakt. Hol ich mir das? Oder gehe ich zur Faust? Das eine wolltest du nicht haben, aber das willst du dir jetzt holen? Ja gut, ich gehe zur Faust. Super Speed. Yeah! Na gut, das ist ja dann... Schon leicht cool, muss ich sagen. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen easy, aber... Ja, cool. Oh ja, die kannst du jetzt natürlich befreien, wenn du willst, ne? Ja, naja, liegt auf dem Weg. Da kann man kurz bei den Sklaven vorbeiklappern. Rettungsaufträge. So, das ist hier. Anlocken. Umbobby. Komm her. Das? Das haben sie aber auch schön gemacht, muss ich sagen. Aber... Und wenn man es halt mal ein bisschen gespielt hat, dann merkt man, dass es nicht gar nicht mehr... Also wenn man sich ein bisschen anstrengt. Ja, das stimmt. Da hinten ist noch einer. Hoch und mit dem Bogen wegschießen. Nochmal. Stimmt, der wurde nicht schwarz. Jetzt ist auch Negerli. Bitte halte meine Freunde, bevor es zu spät ist. Sie wissen nicht, wann sie den Mund halten müssen. Alles gut gemacht und sich dann überlegt, jetzt mache ich nochmal Aufsehen. Wir wollten zur Faust, zur Goldenen. Ja, du hast recht, aber der hat mich hier noch gestört und ich habe gesehen, da oben gibt es Pfeile. Hm. So, weiter geht's zur Faust, was uns da wohl erwartet. Wie gefällt dir denn die Story bis jetzt? Ein bisschen platt. Findest du? Wieso, wenn, also Redback war ja vorher, wurde vorher bei der vordersten Reihe von den Anführern angezeigt. Warum ist er irgendwo angekettet? Tja, weil er Mist gebaut, weil er ein Feigling ist wahrscheinlich. Wir mussten ihm ja auch helfen, damit er aufsteigt. Ich glaube, alleine ist so ein Lappen, dem man helfen muss, wenn nichts auf die Reihe bekommt. Ja, aber er wird ja, wenn du auch wenn du der unterste von den Hauptmännern dort bist, wirst du ja Folge haben. Hä? Ah. Dursche. Ja. So, na dann mach dich mal auf dem Weg zur Faust. Meine Ahnen Untergang. Ich muss ihn mit Licht abwenden. Auf dem Weg zur Faust. Ja, 300 Fuß ist ja jetzt nicht so weit. Oh, hier ist ein Tech. Na dann sammel das mal. Bestimmt im Turm. Im Turm oben drin, ne? Wir sammeln das einfach jetzt ein. Aber hab ich Bock dann 100% zu machen und so? Nee, ach Quatsch, niemand hat da 100% an irgendeinem Spiel zu machen. Hä? Unten an der Wand auf deiner Außenseite wahrscheinlich. Glaubst du? Stimmt. Hä? Andere Seite? Hä? Oder weiter hoch, geh mal weiter, kletter mal ganz hoch, du kannst noch eine Ebene höher. Stimmt. Und dann ist es da an der Wand irgendwo. Höchstwahrscheinlich, muss es ja. Ah! Gib mir Kohle. Sieht ein bisschen aus wie das Symbol von Destiny. Siehst du, links steht schon mal ein Typ. Cool. 1 von 3. So, ab zur Faust jetzt. Ab zur Faust. Und danach will ich mal den Bogen machen. Ich wäre so ein begnadeter Bogenschütze. Ich habe das, als ich das Spiel mal angespielt habe, schon mal gemacht. Geh nicht zum Bogen, geh zur Faust. Das ist irgendwie nicht gut ausgeklügelt, muss ich sagen. Schon. Mit dem Bogen. Das ist nicht so schön gemacht. So. Was ist denn hier an der Seite? Nix. Ach, Sklaven. Entschuldige, Junge, lass mich doch mal gucken. Oh. Durch die Felsmuschi. Die Ausgestoßenen. Hirgon hat einen Plan, wie er die Aufmerksamkeit des schwarzen Hauptmanns auf Udun lenken kann. Zur Ausführung des Plans benötigt er doch mehrere Männer. Wollen wir das? Schleich in die Festung der Uruks und befreie die Ausgestoßenen. Ja, mein lieber guter Vorschlag. Ja, dann machen wir das direkt quasi im Anschluss nach der Werbepause.
Bis dann.